ein sehr farbintensives Bild mit plastisch erscheinenden Elementen, genau zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion. Ich bin Astrid Blume, Künstlerin, Malerin ganz speziell, auch Coach. Ich möchte dich mit meinen verbalen Bildern mitnehmen in die Welt der Kunst. Du musst nicht studiert haben, um dich auf Kunst richtig einlassen zu können, um Bilder richtig genießen zu können. Es darf alles ganz einfach sein. Also du darfst mir einfach zuhören und dich entführen lassen in die Welt der Bilder. Viel Spaß dabei! Ich begrüße dich zur 7. Folge von Kunst musst du nicht verstehen. Heute geht es um ein Bild von Georgia O'Keeffe. Das Bild hat die Maße 64 x 51 cm ungefähr. Es ist gemalt 1920-21 und zwar mit Ölfarben auf Leinwand. Es hängt im Georgia O'Keeffe Museum in Santa Fe. Das Bild heißt Bäume im Herbst. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich über ein Bild spreche, was ich noch nicht live gesehen habe, sozusagen. Georgia O'Keeffe wird auch sehr selten in Europa ausgestellt. Aber tatsächlich läuft wohl gerade jetzt eine Ausstellung in der Schweiz, in Basel. Ich komme da jetzt gerade nicht vorbei. So begnüge ich mich mit diesem Kunstdruck in einem relativ großformatigen Buch. Ja, was mir als erstes hier in die Augen springt, ist tatsächlich die intensive Farbe, also ein Feuerrot, also Zinnoberrot, Orangerot, dann ist ein Kaminrot dabei, was in Magenta übergeht. Dann haben wir am linken Bildrand einen Gelbton, der aber eher so grünliche Anteile hat. Rechts ins Bild ragen, wenn man weiß, dass es Bäume sein sollen, dann sind es Zweige, aber für mich sieht es aus wie so Finger, die in das Bild reinragen, in Rot und in so einem Gelb-Grün. Dann ist überhaupt am rechten Bildrand, es kann alles Mögliche sein, also im Zusammenhang mit Bäumen würde ich sagen, es ist etwas Nadelbaumartiges. Es ist sehr kompakt gemalt, läuft sehr spitz oben zu und unten sind so Wülste sozusagen. In diesem Grün des Nadelbaums sind auch blaue Anteile, also es hat eine sehr, sehr starke Tiefe und durchaus was Ruhendes in sich. Was eben durch diese Finger, die von rechts da reinragen, in Frage gestellt wird. Also als wenn die Finger an dieser Tanne oder an diesem Nadelbaum vorbei reichen wollen und in das andere, was sich so von ja, rechts unten zur oberen Bildmitte hinzieht. Also ein, ich würde mal sagen, es sieht aus wie so ein Flammeninferno. Bäume im Herbst, okay, die haben diese typische Herbstfärbung in allen möglichen Rottönen, aber hier geht es tatsächlich noch in das Pink oder in Violett über. Ja, das sieht teilweise schlangenhaft aus, also sehr ungewöhnlich und also die Zweige haben etwas Abstraktes, so etwas Umarmendes auch. Also tatsächlich wie Hände, in die Zweige so auslaufen, also auch runterhängende Hände, so ganz, ja, so ein bisschen resigniert vielleicht auch. Das obere des Baumes öffnet sich in so etwas Orchideenartiges, läuft aber auch konisch nach oben zu. Und im Bildhintergrund haben wir weiß-violettfarbene skulpturale Elemente, könnte auch ein weiblicher Körper sein. Eine Frau, die auf dem Bauch liegt. Ja, das ist schwer
zuzuordnen. Man sagt Georgia O'Keeffe ja auch immer nach, sie würde weibliche Genitalien im Bild abbilden, in ihren Bildern ab. Sie selber hat es ja abgestritten. Es liegt immer im Auge des Betrachters. Also wenn man selber eben diese Assoziationen hat, okay, aber Georgia O'Keeffe hat es eben nicht bewusst wohl in ihre Bilder eingearbeitet. Aber auch bei diesem Bild kommt man relativ leicht da drauf. Was ich hier besonders faszinierend finde, ist die Komposition, also das Rot, was sich von unten ganz nach oben hindurch zieht. Also es geht so wie so in so einem Bogen durch die Bildmitte. Ja, es ist eigentlich etwas, was auch was Ablehnendes hat. Als wenn da die Hände, die aus dem rechten Bildrand kommen, an dieses Feuer ran wollen, an dieser grünen Tanne vorbei, diese rote Partie im Bild, was eben ein Laubbaum ist, wahrscheinlich, die wendet sich davon ab. Die wendet sich eher zu dem, was noch weiter links davon ist, zu. Die wendet sich da, wird vielleicht auch da hingezogen zu dem Gelb. Also da wird jemand im Grunde zur Seite gedrängt. Und im Hintergrund dazu liegt eben diese Person, ob männlich oder weiblich, auch schwer zu sagen. Ist hier schwer zu deuten, aber dafür müsste man wahrscheinlich jetzt mehr über das Leben von Georgia O'Keeffe wissen. Aber es geht hier ja wirklich nur darum, das Bild so wahrzunehmen, wie es gerade erscheint, ohne da jetzt so ganz viel vom Hintergrund mit einzubeziehen, vom persönlichen Hintergrund von Georgia O'Keeffe. Aber trotzdem möchte ich hier jetzt ein paar Eckdaten nennen. Also Georgia O'Keeffe ist sehr alt geworden. Sie ist 1887 in Sun Prairie in Wisconsin geboren und 1986 in Santa Fe in New Mexico gestorben. Ja, ihre Bilder sind als Kunstdrucke hier viel vermarktet worden. Vielleicht kennst du ihre Blumenbilder. Dann hat sie auch viele Landschaften gemalt, also die man weit interpretieren kann oder die eine sehr ambivalente Symbolik haben. Dann kennt man von Georgia O'Keeffe ihre Tierschädelbilder. Ja, sie hat eben verschiedene Stillleben auch noch gemalt mit Obst, dann auch Stadtansichten. Also sie hat auch lange Zeit in New York gelebt, zusammen mit ihrem Mann, mit ihrem damaligen Mann Alfred Stieglitz, der ein amerikanischer Fotograf, Galerist und Mäzen war. Ja, in ihrer zweiten Lebenshälfte sozusagen hat Georgia O'Keeffe überwiegend in New Mexico gelebt. Die Landschaft dort hat eben einen ganz starken Einfluss auf ihre Arbeit auch gehabt. Zu ihrer Arbeitstechnik, also sie hat viel mit Aquarellfarben gemalt, aber ihre bekanntesten Werke sind mit Öl auf Leinwand gemalt oder auch auf Hartfaserplatte, auf jeden Fall überwiegend in Öl. Weil Öl ja auch diese Möglichkeit der feinen Farbabstufung bietet. Das ist eben auch das Typische an Georgia O'Keeffes Bildern, dass sie ja so eine Aneinanderreihung von plastischen Elementen enthalten. Also da ist immer sehr viel Rätselhaftes auch in ihren Bildern. Vieles hat den Anschein des Gegenständlichen, aber es kann auch was völlig Abstraktes sein. Also es ist die ganze Bandbreite vorhanden bei ihr, in ihrem Werk. Also von total gegenständlichen Bildern bis zu völlig abstrakten Bildern. Und ja, die ganze Bandbreite dazwischen ist vertreten.
Ja, ich persönlich finde eben immer die Bilder am spannendsten, die da alles offen lassen, also die sich genau so in der Mitte zwischen der Gegenständlichkeit und dem Abstrakten bewegen und die viele Interpretationsmöglichkeiten zulassen, die also da so eine große Freiheit geben beim Betrachten. Und ja, wo ich mir selber auch Fragen stellen kann. Bei diesem Bild jetzt, ich habe es einfach auch wieder so zufällig aufgeschlagen. Ich habe einfach eine Seite in diesem Kunstkatalog aufgeschlagen. Es ist nicht das Bild, was mir jetzt am besten gefällt, sozusagen, aber es fasziniert mich dennoch aufgrund dieser Farbigkeit, aufgrund der besonderen Komposition und dieser Bewegung in dem Bild. Es ist auch hier so eine Art Überkreuzbewegung da. Es gehen so starke wellenförmige Bildelemente von links unten nach rechts oben. Und dann kommt eben, also darunter liegend, bogenförmig in das Bild der Baumstamm von dem Laubbaum. Also es wirkt sehr, sehr bewegt, aber weniger durch den Duktus, also durch die Pinselstriche, sondern hier mehr durch die Anordnung, durch die Form, durch die Formgebung der Elemente. Also es ist sehr wellig, sehr weiblich, sehr rund alles. Also sind kaum spitze Elemente drin oder kantige Elemente, abgesehen von dieser Tanne, die natürlich nach oben hin ganz spitz zuläuft und den Ästen des Baumes. Ansonsten sind alle Spitzen irgendwie abgerundet. Also ist alles sehr, sehr fließend, sehr weich und ja, in den Farbübergängen sehr ausgearbeitet. Also es macht schon Spaß, das anzugucken. Es hat eine extreme Kraft, auch dieses Bild. Ja, man kann da natürlich ganz viel rein interpretieren, aber ich belasse es jetzt einfach mal dabei. Es ist interessant, einfach eine ganz andere Art der Bewegungserzeugung in einem Bild als zum Beispiel bei Rainer Fetting in diesem sehr expressiven Gemälde. Oder, also was ich in der letzten Folge besprochen hatte, oder bei Cecily Brown mit ihrem ganz, ganz, ganz wilden Duktus, der kreuz und quer im Bild hin und her geht. Aber dennoch ist da auch eine Strömung, sind Richtungen in ihren Bildern zu erkennen. Also was ich immer wieder bemerke, wenn ich diese Podcast-Folgen vorbereite, ist, dass mich die Bilder, die ich mir hier vornehme, wirklich sehr intensiv beschäftigen. Oft auch noch nachts, muss ich sagen, dass ich davon aufwache und diese Bilder vor Augen habe und darüber nachdenke. Mich natürlich auch frage, was diese Bilder für mich bedeuten. Ja, das als Anregung vielleicht, wenn du durch ein Museum gehst oder dir ein Band mit Kunstdrucken anschaust, dass du einfach ja ein einzelnes Bild dir auch rausnimmst, also wo du dran hängen bleibst, kann ja ganz spontan passieren. Du kennst es wahrscheinlich auch von Museumsbesuchen oder Galeriebesuchen. Es gibt Bilder, an denen gehst du vorbei und dann gibt es Bilder, vor denen bleibst du stehen. Und diese Bilder meine ich jetzt hier. Und du weißt im ersten Moment vielleicht noch gar nicht, warum das so ist. Muss ja auch gar nicht groß erklärt werden. Aber indem du drüber redest, gut, da ist vielleicht nicht immer jemand neben dir, mit dem du drüber reden kannst, aber du kannst ja auch ein Foto machen und dir deine Kommentare vielleicht auf ein Diktiergerät sprechen oder so. Also ich merke eben,
dadurch, dass ich drüber spreche oder ich denke, beim Schreiben ist es ähnlich, also wenn man drüber schreibt, dass sich der Eindruck von einem Bild total vertieft. Ja, und deshalb möchte ich hier jetzt auch noch mal eine Sache ergänzen, und zwar, was mich hier wirklich beeindruckt oder was ich sehr bemerkenswert finde an der Malerei insgesamt von Georgia O'Keeffe, ist, dass sie mit Formen arbeitet, die sehr stark abgegrenzt sind. Also nach außen hin sind die Ränder selten verwischt, sondern das sind ganz starke, harte Konturen. Aber in diesen Flächen gibt es ganz, ganz weiche Übergänge. Also das sieht wirklich immer so aus, als wenn alles aus Blütenblättern bestehen würde oder aus fließenden Stoffen oder Tüchern. Manchmal, ja, sind es auch Oberflächen, die so aussehen wie eine Haut, aber sehr feinporig. Also wenn ich mir so ihre Stillleben angucke. Ja, also sie verliert sich nicht in feinen Punkten, sondern zieht Elemente zusammen zu größeren Einheiten und schafft damit so etwas, ja, Elegantes, Fließendes in ihren Bildern. Und Richtung, Fließrichtung. Also in diesem Bild, wie gesagt, Bäume im Herbst, sehe ich eine ganz starke Diagonale von links unten nach rechts oben oder, ja, also nicht ganz nach rechts oben. Sie biegt vorher ab sozusagen, fast in die Bildmitte. Und die Farbigkeit, ja, die erinnert tatsächlich so an den Indian Summer. Kann ja sein, dass sie den auch erlebt hat. Also wer weiß, wo das jetzt genau war. Und die Farbwahl noch einmal, also im Vordergrund diese warmen Farben und ja, im Hintergrund. Also nur dadurch wird für mich auch eine Trennung überhaupt ersichtlich in Vordergrund und Hintergrund durch die etwas kühleren Farben. Also durch ein kühles Blau, was sie für den Himmel gewählt hat, und dann eben ein weißliches Violett für, ja, wer weiß, was es ist, ein Gebirge oder ein Frauenkörper oder ein Männerkörper im Hintergrund. Ich hoffe, dass ich dich mit diesem Beitrag inspirieren konnte, das Werk von Georgia O'Keeffe ein bisschen näher unter die Lupe zu nehmen, und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Meine eigenen Bilder findest du im Netz unter www.astridblome.de, auf Instagram und teilweise auch auf meinem YouTube-Kanal Alles in Farbe. Dort erfährst du auch, wie ich arbeite, also etwas über meinen Prozess, über die Techniken, die ich anwende, und ja, du bist eingeladen, natürlich selber kreativ zu werden.